Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Problem mit der Beleuchtung, was sehr, sehr viele BMWs haben. Der Kunde hier hat bei dem Fahrzeug die Batterie getauscht und nach dem Tausch der Batterie haben viele Komponenten der Beleuchtung nicht mehr funktioniert. Das heißt, wie Blinker, die Beleuchtung an sich, die Fensterheber. Der Kunde wusste das nicht, dass er ein Softwareproblem schon länger in dem Fußraummodul hatte und dass das Softwareproblem erst dann zu tragen kommt oder sichtbar wird, wenn man das Steuergerät resettet hat. Das heißt, wenn man die Batterie abklemmt oder wenn man eine Diagnose durchgeführt hat bei einer Werkstatt, wo das Steuergerät resettet wird, dann sieht man, dass diese Komponenten nicht funktionieren. Hätte man das nicht gemacht, würde das Steuergerät sicherlich noch vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr noch weiterhin funktionieren. Das ist so ähnlich wie bei dem Windows-Computer. Bevor man den neu startet, merkt man nicht das Problem. Genauso ist es halt auch hier. Das heißt, das Problem ist ein Softwareproblem, was wir lösen können. Das heißt, wir brauchen das Steuergerät. Das Steuergerät sitzt im Fahrerfußraum bei der A-Säule, ist mit zwei Schrauben befestigt und wir haben hier drei Stecker. Dieses Steuergerät baut hier aus, schickt uns das Steuergerät zu und wir haben die Möglichkeit, das softwaretechnisch wieder instand zu setzen. Dabei kaufen wir eine modifizierte Software, wo dieses Softwareproblem nicht mehr da ist. Natürlich kann man dieses Steuergerät auch bei BMW sich austauschen lassen. Preislich liegt man da ungefähr zwischen 700 bis 800 Euro. Das Steuergerät wird neu ausgetauscht, aber es geht nicht um das Steuergerät oder die hohen Kosten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wenn BMW das Steuergerät tauscht, BMW muss das gesamte Fahrzeug auf den neuen Softwarestand bringen von diesem Steuergerät. Und da liegt das große Problem und die große Gefahr. Denn so ein Fahrzeug ist meistens 10, 12 Jahre alt und entsprechend sind auch die Steuergeräte 10, 12 Jahre alt. Und jedes Steuergerät muss auf den gleichen Softwarestand gebracht werden wie dieses Steuergerät. Und diese Steuergeräte haben alte Chips, können auch Softwarefehler haben und ihr haftet für diese Steuergeräte, nicht BMW haftet dafür. Wir haben die Möglichkeit, das Steuergerät ohne diese Gefahr für das Fahrzeug entweder softwaretechnisch instand zu setzen oder euch ein neues Steuergerät zu kaufen oder ein gebrauchtes, wenn zum Beispiel das nicht mehr instand setzbar ist. Es gibt seltene Fälle, wo zum Beispiel jemand so ein Steuergerät oder das Fahrzeug überbrückt hat und wir hier einen Hardware-Defekt haben. Also keine Software, sondern einen Hardware-Defekt. In dem Fall kann oder muss das Steuergerät halt ausgetauscht werden. Dann haben wir die Möglichkeit, entweder ein gebrauchtes zu nehmen, wenn eins auf dem Markt verfügbar ist, oder wir kaufen ein neues, programmieren das, schicken euch zu, ihr baut das ein und das war's und ihr müsst mit dem Fahrzeug nicht zu BMW oder irgendwas kodieren. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit von Fehlern und Problemen bei diesen Fahrzeugen und zwar, wenn ihr einen Kabelbruch hattet oder eine Lampe war defekt und ihr habt die nicht schnell genug ausgetauscht, dann merkt das Steuergerät das und schaltet den Kanal, der für diese Beleuchtung zuständig ist, einfach ab. Dann könnt ihr die Lampe tauschen, die Kabel reparieren, aber die Lampe wird nie wieder leuchten. BMW tauscht wiederum dieses Steuergerät. Es ist aber wiederum eine Softwareproblematik, die wir halt auch lösen können, wenn ihr uns das Steuergerät zuschickt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch, könnt ihr uns ein paar Fragen beantworten oder schreibt uns eine E-Mail und dann werden wir euch da eine Lösung bieten, die auch lange hält. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.